Mangel an Priesternachwuchs war offenbar gestern. Das Wiener Priesterseminar bildet seit mehr als einem Vierteljahrtausend Männer aus, die eine Berufung zum Priester verspüren. Und dort gibt es derzeit so viel Zulauf wie in den letzten Jahrzehnten nicht mehr. Katharina Reigersberg hat nachgefragt, was es damit auf sich hat. Es ist zweifelsohne ein ergreifender Moment, wenn sich ein junger Mann endgültig der Kirche schenkt. Eine Entscheidung, die scheinbar immer mehr Männer in Betracht ziehen. Waren es in den letzten Jahren immer 5 bis 6 neue Seminaristen, die ins Wiener Priesterseminar zogen, konnten heuer 14 aufgenommen werden. Im Letzten ist es auch sehr geheimnisvoll und rätselhaft für uns, warum gerade im letzten Jahr es so viele waren, die bei uns angeklopft haben und auch doch einige, die genommen worden sind. Aus einzelnen Geschichten wissen wir schon, dass tatsächlich dann auch noch einmal die Corona-Krise eine Rolle gespielt hat, zumindest hintergründig, und dann sich noch einmal neu zu orientieren und auch zu entscheiden, ganz was Neues zu beginnen. Der Krise geschuldet war auch der Eintritt von Clemens Haudum, der zuvor als Lehrer und Musiker tätig war. Als Musiker, als Künstler war das ja letztes Jahr im März ein wahnsinniger Einschnitt. Und dann kam die Frage, naja, wenn das weg ist, welche anderen Sehnsüchte, welche anderen Wünsche schlummern denn noch in mir? Was macht sich denn da breit? Und ja, irgendwie hat sich das dann ergeben oder war dann die Entscheidung für mich auch klar, das mache ich jetzt. Michael Semmelmeier wurde bereits im zarten Alter von 17 Jahren von Gott gerufen. Ich konnte mir vorher immer schon vorstellen, ja, Pfarrer oder ja, Vater, Familienvater. Also die Entscheidung dann direkt zum Priestertum war dann eher ausschlaggebend. Das Gefühl, dass es doch das ist, was Gott von mir wünscht, was er gerne hätte, dass ich tue für ihn. Und deswegen bin ich bereit, auf die Familie zu verzichten, die ich gerne gehabt hätte. Jede Lebensentscheidung trägt es mit sich, dass man verzichtet, dass man etwas zurücklässt. Also auch wenn man heiratet, würde man so sein Jugendleben und die Freiheit des Jugendlebens zurücklassen. Und eine Entscheidung ganz zu treffen heißt auch, dass man sie, dass es eine reife Entscheidung ist. Ob beim Theologiestudium oder beim gemeinsamen Heranwachsen in die kirchliche Gemeinschaft, letztlich geht es auch darum, Halt zu finden und geben zu können. Die Gesellschaft gerät komplett durcheinander. Das ganze Gefüge, in dem wir gewohnt sind oder gewohnt waren zu leben, in der Arbeit, im Privatleben, das wackelt jetzt. Ich glaube, dass die Kirche da gute und richtige Antworten hat, wenn man danach fragt und wenn man danach sucht. Eine spannende Suche dürfte auch die Antwort auf die Frage werden, ob der vorpriesterliche Zustrom die Krisenzeit überdauern kann.